Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. An Black Friday gab es bei Crash Cosmetics Mystery Boxen und die habe ich mir beide bestellt. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in dieses Ungetüm hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, interessanter Packer hat sich gedacht, da hat sich jemand zwei Boxen bestellt, packe ich doch einfach mal alles zusammen. Yay! Super, so dass ich einfach nicht genau sagen kann, was jetzt zu welcher Box genau gehört. Aber ich denke, wir kriegen das irgendwie voneinander. Mal gucken. Auf jeden Fall habe ich mir sowohl die Make-up Essential Mystery Box bestellt, für die ich 45 Euro bezahlt habe und die einen Warenwert von 125,52 haben soll. Das ist übrigens die liebe Nicole vom Kanal Chiquitas Place, die mir gerade schreibt. Folgt ihr sehr gerne. Habe ich euch in der Infobox verlinkt. Und dann habe ich auch noch die Brushes I Need Mystery Box bestellt für 35 Euro, die soll einen Warenwert von 80,94 € haben. Sag mal! Und ja, die habe ich jetzt hier in einer Box zusammengefasst. Das heißt, insgesamt sollten wir dann ja quasi einen Wert von 206,46 € haben, ungefähr. Schauen wir mal. Also, die liebe Luisa habe ich ja kennengelernt auf dem Event von Maxim, wo der mit Revi Loves Me die Galaxy Limited Edition gedroppt hat. Und das ist eine unfassbar liebe Lady, die ich sehr, 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 sehr sympathisch gefunden habe und immer noch finde. Und ich bin und bleibe nach wie vor ein kleines Fangirl. Ich habe mich heute auch mit ihren Pinseln geschminkt, der Wahnsinn. Also richtig geil. Also ich würde mich so freuen, wenn die Pinsel halt auch wieder richtig ins Sortiment mit reinnehmen würden und da vielleicht auch einfach ein bisschen mehr wieder reinhauen würden. Ne? Das wäre so cool. Nun, aber das ist alles nicht so einfach heutzutage und dementsprechend kann ich das alles nachvollziehen. Genau, hier haben wir auch die beiden Damen, Luisa und Esther, das sind ja Schwestern. Ne? Und so, jetzt schauen wir mal in die Box rein. Also, wir haben ja sowohl Beauty-Produkte von Fremdmarken hier drin, als auch Produkte von Crash Cosmetics, die man so im Online-Shop findet, als auch Produkte von Crash Cosmetics, die so nicht mehr auffindbar sind, was ich richtig interessant finde. Okay, also, wir haben hier von Isana ein Glykolsäure-Peeling-Konzentrat mit 6% AHA-Komplex. Das ist ein interessantes Produkt. Peelings sind jetzt voll angesagt, also chemische Peelings, ne? Denn jetzt gerade ist die Sonne nicht so krass von der Einstrahlung her, sodass wir jetzt unsere ganzen Säurebehandlungen machen können. Ich habe euch hier mal ein komplettes Video gedreht, wo es ein bisschen so um Peelings geht und wo ich euch ein paar Informationen gegeben habe, wie man das am besten anwenden kann. AHA ist Fruchtsäure, das ist halt vor allem dafür da, um einen Anti-Aging- oder Slow-Aging-Wirkungseffekt zu erzielen. Und ja, ich bin aktuell noch bei PHA, also erstmal so in der Einstiegsphase, werde dann gerne aber auch noch weitergehen zu AHA, denn das ist so mein, da freue ich mich schon drauf, ne, wenn ich das wieder verwenden kann. Und ja, definitiv ein tolles Produkt. Dann kommen wir zu einem Produkt von Adele, das ist nicht so unbedingt was für mich, das sind die Wispies, die 113er. Ich trage ja nicht so die künstlichen Wimpern, aber ich denke, dass viele sich darüber freuen, denn zum Beispiel Luisa trägt ja immer auch Lashes und ne? Also ich denke, dass das einfach passt auch, ne? Dass das hier mit in der Box so drin ist. Deswegen, das passt, das ist okay. Dann haben wir, also wir haben hier erstmal ein paar Drogerieprodukte, die ich erstmal zeigen wollte, bevor wir zu den Crash-Sachen kommen, oder? Das ist dann doch erstmal so diese, erstmal wird es ein bisschen und dann wird es kabam. Genau, von Train It Up habe ich den Dip It Beginner Eyeliner mit 12 Stunden Halt. Das ist dieser hier. Und ja, einfach ein Dip-Eyeliner. Finde ich ganz interessant. Also ich sammle auch aktuell noch für meinen Full-Face-Beauty-Boxen. Da hattet ihr mich drum gebeten, dass ich das mal wieder schminke. Ich denke, dass ich den dann auch in Anwendung nehmen werde, weil ich habe noch keinen Eyeliner. Ne? Also keinen Eyeliner in meiner Box hier. Ich habe fleißig, bin ich hier schon am Präparieren. Habe hier schon ein Büchschen stehen, Leute. Ich höre auf eure Wünsche und versuche sie alle zu erfüllen. Dann habe ich hier noch ein Essence Plumping Nudes Lip Gloss. Das ist interessant. Die mag ich auch gerne. 06 Big Bang. Nicht jeder mag diesen Plumping-Effekt, aber ich bin schon so ein bisschen Fan davon, ne? Wenn man dieses Kühlende auf den Lippen hat. Das dann auch so ein bisschen dieses Mentholgedünsten halt. Mag ich auf jeden Fall lieber, als wenn man dieses Heiße hat. Ist halt so, wobei ich dieses Kühlen lieber im Sommer mag. Nun, ja, ist jetzt hier mit dabei. So, dann kommen wir zu einem Trockenshampoo
verwende ich jetzt leider nicht so wirklich. Das ist von Colab, das Dry Shampoo Unicorn. Ich glaube, das war in der letzten Mystery Box auch drin. 50 Milliliter haben wir hier drin. Ist natürlich super süß und ich denke, auch viele werden sich drüber freuen. Ich habe auch viele Freundinnen, die voll auf Trockenshampoo abfahren, weil es natürlich eine einfache Kiste ist, ne? Dass du da halt einfach dir einfach einen Tag mal überbrücken kannst mit Trockenshampoo. Ich mag es leider gar nicht. Ich finde es ganz... Oh, das ist wie... Andere Leute mögen das nicht, wenn man mit so Fingernägeln über die Kreidetafel geht. Ich mag einfach nicht das Gefühl von Trockenshampoo in meinen Haaren. Das ist gar nicht meine Welt. Jetzt kommen wir mal zu den ganzen Crash-Produkten. Und ich bin so glücklich darüber. Als erstes habe ich nämlich die Crash Cosmetics Brush Soap. Die ist relativ... Also hochpreisig ja auch, ne? Und deswegen freut man sich natürlich, wenn es drin ist. Ich benutze die unheimlich gerne. Man muss ein bisschen aufpassen, dass die Pinselhaare ordentlich ausgewaschen werden, damit halt auch das rote Pigment rausgeht. Aber die ist sehr, sehr effektiv. Also ich mag die gerne und die riecht auch angenehm. Hat was, schon was Zitrisches mit dabei. Aber für meine Pinsel mag ich das. Also das ist vollkommen in Ordnung. Das ist nicht so dieser typische Zitronenduft oder so. Das mag ich nicht so gerne. Aber das hier mag ich. Ist auch eine gute Pinselseife, wird definitiv in Anwendung genommen. Dann habe ich hier noch eine Full Face Bag. Die habe ich schon und die ist genial, Leute. Also die war auch schon mit mir auf Reisen und da, die ist jetzt hier neben mir in der Schublade. Ich guck mal, ob ich da jetzt gerade so ad hoc dran komme. Habe ich natürlich hier eins auch vorbereitet. Also die ist auch schon mit mir in verschiedenen Ländern gewesen, also einfach großartig. Also auf Korfu war sie mit mir und in Malaga waren wir auch zusammen. Genau, und da drin habe ich noch eine weitere Tasche. Das ist nämlich die Tasche, die ich dann für mein Handgepäck immer nehme. Dann ja, sieht das Ganze so von innen aus. Man hat hier auch verschiedene Sachen. Du könntest da theoretisch auch noch so Zwischendinger reinmachen. Das mache ich jetzt so nicht tatsächlich. Hier oben hast du noch die Möglichkeit, Pinsel reinzumachen. Ihr habt die Tasche bei mir schon öfters gesehen, ne? Ich mag sie sehr gerne. Die ist wirklich gut. Die ist qualitativ sehr, 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 sehr cool. Ich weiß nicht, ob sie noch zu kaufen gibt bei Crash Cosmetics. Also der Reißverschluss ist vollkommen in Ordnung. Ist ein bisschen schwergängig, aber ich komme damit klar. Wenn man es ein bisschen leichtgängiger haben will, macht man sich da einfach ein bisschen Labello oder so drin, ne? Nee, also auf jeden Fall sehr gut, dass wir das hier auch in dieser Box mit drin haben. Denn wenn man die noch nicht hat, ist das definitiv mal einen Blick wert. Und ich weiß gar nicht, ob ich mir die damals selber gekauft habe oder ob ich die auch in einer Mystery Bag drin hatte oder Mystery Box. Dann habe ich hier als nächstes Pinsel. Oh, ich liebe die Pinsel. Okay, als erstes habe ich hier einen Blendepinsel. Das ist der E321 Mini Crease Definer. Also die Pinsel von Crash Cosmetics, die sind einfach toll. Ist ja auch hier mit Luvia zusammen, ne? Von der Qualität, das sind halt wie Luvia Pinsel. Luvia hat eine ganz, ganz großartige Pinselqualität und voll empfehlenswert, sich die einfach mal anzuschauen. Wobei es die gerade gar nicht im Online-Shop zu kaufen gibt. Das ist schade, ne? Ja. Das habe ich euch angefixt, es tut mir leid. Dann habe ich hier das Brow Set und da haben wir das den Augenbrauen Liner und den Wing Eyeliner. Die habe ich auch beide da. Das Set oder die Pinsel werde ich auch sowieso verlosen. Also die kommen demnächst in Verlosungsboxen rein. Die sind einfach großartig. Und ich weiß nicht, was da los ist, warum die halt die Pinsel nicht mehr so rausbringen. Ich weiß nicht, ob die vielleicht einfach, dass der Kooperationsvertrag zum Beispiel mit Luvia ausgelaufen ist oder so. Keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall super, super schade, weil ich würde mir so sehr wünschen, dass einfach die Pinsel wieder in Restock kämen. Hier habe ich noch ein Produkt, was, ja, nicht von Crash Cosmetics ist, von Luvas Heilerde. Da haben wir nämlich so ein Zwei-Phasen-Ding. Habe ich schon mal angewendet. Mir persönlich hat es gut geholfen. Mein Freund hat es auch mal ausprobiert. Er fand es einfach vom Duft her gar nicht cool, aber es ist halt Naturkosmetik, ne? Luvas Naturkosmetik mit Heilerde, Hydro Booster, Zwei-Phasen-Pflege. Also du hast ja erst eine reinigende Maske und danach hast du ein Serum, was du dir drüber machst, was dann halt nochmal Feuchtigkeit spendet und die Haut dann, ja, die Hautnachbereitung macht. Ich fand es gut. Also für mich hat es gut funktioniert und er war halt nicht so vom Duft überzeugt, weil sind halt keine Parfümstoffe drin, denke ich mal, ne? Oder halt sehr natürlich alles gehalten. Was definitiv hier drin nicht fehlen darf und was ich geil finde, ist hier der Body Sponge. Und der ist so gut. Also kann ich euch einfach ans Herz legen, euch den mal anzuschauen. Den müsste man aber auch noch so bekommen. Und das ist halt ein riesengroßer Schwamm. Mit dem kannst du komplett alles einblenden, was du einblenden willst. Von Kopf bis Fuß. Und hier haben wir das Pinselset drin, was ich glaube ich schon habe. Das ist auch so
so toll. Das ist der, müsste der Foundation Brush sein, oder? Ich meine nämlich, dass die Verpackung so aussieht. Aber das müssen wir nochmal evaluieren hier. Mal gucken. Da steht jetzt so nichts drauf, aber ich meine mich zu erinnern, dass so die Verpackung von dem Foundation Pinsel aussah. Und der ist so gut. Also es gibt ja noch einen anderen oder mittlerweile auch mehrere andere, die eine ähnliche Form haben. Der hier ist besser. So kann man das vielleicht sagen. Aber das ist doch... Nee, das ist noch ein anderer. Okay, das ist noch ein anderer. Den habe ich nämlich noch nicht. Den behalte ich. Das ist ja super. Den kannst du hier für Cream-Contour und so, glaube ich, echt gut verwenden. Ich dachte nämlich, hier wäre... Oh, das wäre ja schön gewesen. Nee, der ist ja später unten drin. Den habe ich sogar zweimal hier drin. Okay, hier habe ich auf jeden Fall einen Pinsel, den ich noch nicht habe. Und den finde ich sehr, sehr spannend. Wobei hier hinten, wenn ich den halt so mache... kann man da so reingucken. Da hoffe ich, dass es trotzdem sich gut reinigen lässt. Ansonsten ist es halt einfach ein Pinsel, mit dem du wahrscheinlich sehr gut hier so eine Kontur machen kannst. Oder Cream Blush. Oi. Mhm. Der wird auf jeden Fall in Anwendung genommen. Das meinte ich nämlich eben. Ich dachte, dass wir dieses Pinselset drin haben. Nein, das habe ich zweimal, weil ich die Box ja auch zweimal bestellt habe. Das war nämlich auch abgebildet, dass es drin ist. Und das ist das Better Together Brush Set. Und hier ist es wirklich so, dieser Pinsel ist besser als der andere, der eine ähnliche Form hat. Also ich finde den auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist der Wahnsinn, Leute. So richtig schön weich und ach, das ist ein richtig schöner Foundation. Eigentlich auch Cream-Contour und so Einarbeitungspinsel. Es ist großartig. Da habe ich einmal die 1001 und ich glaube, die 1002 dürfte das dann sein. Ich denke, dass ich dann ein Set davon als Backup quasi behalten werde, weil ich habe eigentlich dieses Set schon, aber ich finde das so gut. Oh. Und eins werde ich dann in eine Verlosung geben. Also ich verlose einfach super viel in letzter Zeit, weil ich durch die Adventskalender natürlich auch sehr viel Produkte habe. Sehr, sehr viel wird gespendet, aber auch ein sehr, sehr großer Teil geht an euch, weil ihr seid diejenigen, die dafür zuständig sind, dass das überhaupt hier alles möglich ist. Ne? Und das möchte ich euch dann natürlich auch in der Art und Weise danken. Genau, und dann habe ich jetzt hier, wie gesagt, nochmal das Brush Set Better Together, weil ich halt zwei Boxen bestellt habe. Und zwei Sachen habe ich hier noch. Oh, das habe ich auch doppelt. Okay. Ja. Das Brush Cleaning Pad. Ich glaube, dass ich eins davon behalten werde. Ich habe jetzt aktuell von Lovia eins in Anwendung, was aber wirklich klein ist. Und das hier ist, glaube ich, mit Saugnäpfen. Und das ist natürlich auch ganz praktisch. Das kann ich dann auch in meinem in meinem Dings machen, in meinem Waschbecken kann ich es reinmachen und dann die Pinsel damit reinigen. Ja, das sieht doch total super aus. Das werde ich mit nach unten nehmen. Genau. Also eins davon behalte ich, eins davon wird dann demnächst mal auch in der Verlosungsbox sein, ne? Genau, finde ich schön. Also da muss ich einfach mal gucken, wie das dann auch so funktioniert. Aber ich glaube, das kann ganz gut werden. Hier wahrscheinlich so für auch für Foundation und so weiter, dass du halt sehr grob daran gehen kannst. Und hier wird es dann auch feiner. Also unterschiedliche Riffel. Wird ausprobiert, ne? Mal gucken. Und da kann ich euch auch vielleicht mal dann demnächst was dazu sagen in der Review oder so. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr auch zuschlagen konntet. Also das war alles auch sehr, sehr schnell ausverkauft. Das ist halt bei Black Friday immer so, ne? Kaum wird was gedroppt. Ich kam teilweise gar nicht dazu. Aua, knack. Das war das Schultergelenk. Irgendwas zu posten, euch darüber zu informieren, weil, alles irgendwie auf einmal kam. Es war total verrückt. Dieses Jahr Black Friday waren die Sachen so schnell vergriffen. Aber ich habe euch auch ein paar Deals auf Instagram gezeigt. Aber manche waren halt super schnell weg. Und da war ich einfach froh, wenn ich dann noch irgendwie was gekriegt habe. Nun, das war es dann auch schon wieder gewesen. Ich weiß gar nicht, wann und ob die vielleicht nochmal Mystery-Boxen raushauen. Ich weiß gar nicht, ob es noch den Adventskalender gibt. Ich glaube schon. Ich verlinke euch den einfach mal vorsichtshalber in der Infobox, wenn ich ihn noch finde. Und ja, dann wäre es hier schon wieder gewesen. Ne? Wenn es dir gefallen hat, wenn Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.